Was geht ab, Leute? Erik von vielgamingTV hier und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserem zweiten Halo 4 Let's Play. Wir setzen genau an der Stelle an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, denn wir sind auf diesem mysteriösen Planeten abgestürzt. Wie viele Schiffe haben es durch die Decke geschafft? So einige. Warum? Wir müssen immer noch nach Hause. Und ja, wie ihr seht, sind ja schon überall die Trümmer. Wir rennen einfach mal los, solange uns keine Richtung vorgegeben wird. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Na, na. Alles tote Aliens. Ich hoffe, es geht so unterhaltsam weiter wie beim letzten Mal. Oh, oh, ein halbtoter Grunt. Oh nein, er verreckt. Das arme Dingsbums. Sieht hier eigentlich alles ziemlich verwüstet aus. Überall nur Alien-Waffen. Waren ja auch überwiegend Alien-Schiffe, die damit abgestürzt oder beziehungsweise mit auf den Planeten gesaugt wurden. Wir springen einfach mal hier runter. Macht dem John noch hier. Wir hüpfen mal hier durch die Höhle, sprinten wir mal durch, gucken, was uns auf der nächsten Seite wohl erwartet. Übertragung im Hochfrequenzbereich. Allianz? Schwache Übertragung im Hochfrequenzbereich. Ist ein anderes Muster. Versuche die Position anzupeilen. Mach das mal, Katana. Oh, da erwartet uns schon wieder eine schöne, ich sag mal, Alien-Stadt, nehme ich mal an. Ja, wir halten uns hier gar nicht so lange auf. Wir sprinten einfach mal weiter. Oh, kaputte Autos von Menschen. Dann wird das wohl das Menschenschiff gewesen sein. Sogar noch in einem Stück? Auf ihre Glück. In einem Stück, ja, dann nehmen wir den doch direkt, oder? Wie seht ihr das, Leute? Rein da und los geht's. Oh, schön. Endlich mal wieder mit dem Warlocks rumfahren. Hui. Chief, wegen meines... Echt schön gemacht, das Spiel. Also ich finde immer noch, die Grafik von Halo 4 ist echt überragend. Gefällt mir echt gut, das Spiel. Macht eine Menge Laune. Ich habe den Online-Modus noch nicht getestet. Das hatte ich eigentlich bald mal vor, aber ich habe ja momentan so viele Projekte. Far Cry 3... Halo 4, Call of Duty, dann wollte ich von Call of Duty jetzt noch die Kampagne machen und ich wollte nochmal LOL anspielen, aber momentan bin ich noch dabei, LOL zu lernen, beziehungsweise League of Legends, und ich habe da einen Freund, der das eigentlich recht gut spielt, beziehungsweise er spielt es sehr gut, und ich hoffe, er bringt mir das jetzt in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen handfest dabei. Momentan spiele ich noch gegen Bots immer in Bot-Games und habe mir auch schon den Master Yi gekauft für Leute, die dem was sagt. Die das, was denen das was sagt. So, jetzt habe ich's. Oder vielleicht auch Leute, die das Spiel spielen und wissen, wie man das gut spielt. Sag mir am besten Bescheid, dann können wir gerne mal eine Runde LOL spielen. Da ist wieder dieses seltsame Signal. Weil das Spiel macht mir echt unglaublich viel Spaß. Hat es eine Bedeutung? Ich bin vor allem ziemlich neugierig. Es verhält sich merkwürdig. Mann, mit wem redet die Cortana? Die redet ja durchgehend hier gerade. Oh, oh, das sieht nach feindlichen Stützpunkten aus. Nicht gut. Egal, wir fahren mal hier lang. Hupen, wir hupen mal ein bisschen. Lala. Vorsicht, der John, der Master Chief kommt. Dich nehmen wir mit. Bam. Und den nächsten. Bam. Jawohl, so muss das sein. Werde ich aber direkt auch abgeschossen hier von den feindlichen Linien. Und wir driften hier immer durch die Gegend. Na, 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 na. Na, 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 na. Schön alle umfahren. Hui! Mein Gott, was macht das Spiel Laune? Ich hab's immer wieder. Ich vergesse es immer wieder. Wenn ich es nicht spiele, dann vergesse ich immer wieder, wie geil doch eigentlich Halo ist. Oh, und wieder ein paar Grunts mitgenommen. Wo müssen wir hin? Katana, zeig uns doch an, wo wir hin müssen. Kontrollpunkt erreicht. Beziehungsweise Kontrollpunkt gespeichert. Oh! Hart am Driften. Die nehmen wir mit. Am MG. Oh Mist, da sind wir gegen das MG gefahren. Das sieht nicht gut für uns aus. Oh, hupen wir mal ein bisschen. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, wir nehmen uns die Grunts jetzt hier mit. Zack. Und steigen hier hinten mal aus. Müssen uns ja auch irgendwie gegen diese feindlichen Linien wehren können. Oh, auf dem Turm ist einer. Lass mich in Ruhe. Ja, den haben wir uns geholt. Geschickt, geschickt. Vielleicht hat er eine schöne... Was ist das denn? Hey!
Ich kann nicht mehr mich bewegen. Ah, jetzt bin ich durch. Ach, mein lieber Freund war noch am Leben. Hey, hör mal. Darf ich jetzt mal hier oben rumlaufen? Danke. So, da hinten ist ein Ghost. Den müssen wir irgendwie erledigen. Hey, ich werde die ganze Zeit in diesem Gravitationsfeld hier gefangen. Hör mal! Lass dich mal in Ruhe. Aber die Helmsicht ist auch schön, Leute. Die sieht man jetzt hier gerade ganz gut. Stirb! Jawohl. Da unten haben wir noch einen Gegner. Jawohl, schwuppsiwupps. Muss ich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ist dann doch ein bisschen andere Steuerung als Far Cry. Oder doch Call of Duty. Ein bisschen langsamer ist die Empfindlichkeit. Runter vom Turm und dann suchen wir uns direkt den nächsten Gegner, der da vorne direkt hinter dem Fass steht. Hey, komm her! Gibt's eine Faust? Jawohl! Schmecke meinen Kolben! Und wir rennen hier weiter. Der Ritter im grünen Anzug. Olivgrün. So, weiter geht's. Der hat uns nicht erwartet. Hinterhältig in den Rücken geschossen. 3 Schuss, beziehungsweise 4 Schuss haben wir noch für die Waffe. Damit werden wir den Wächter wahrscheinlich nicht down kriegen. Aber mit unserem schönen Maschinengewehr. Wenn er uns nicht wieder... Schon wieder mit der... Ich hasse Plasmagranaten. Leute, ich hasse die Plasmagranaten. Das ist doch eine Schweinerei. Jetzt sitzen wir uns wieder in unserem schönen Warlock und müssen wieder fahren. Toll. Ein blöder Ghost ist auch noch vor mir. Und ein Wächter. Na super. Machen wir jetzt mal ganz geschickt. Oh, wieso fährt er nicht mehr? Er fährt nicht mehr. Jetzt werde ich auch noch da rausgerissen. Werfe ich direkt mal eine Granate? Ich habe keine Granaten mehr. Ich habe keine Granaten mehr. Lass mich in Ruhe. In Deckung. Ducken. Jawohl. Nachladen. Schön, Junge. Schön. Komm von deinem Ghost runter, du Sau. Das ist doch unfair. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass man sich auf B duckt. Springen. Jawohl. Oh, da werfen die direkt schon wieder mit ihren Granaten durch die Gegend. Mein Gott, Leute, so geht das nicht. Oh, der Ghost, den muss ich dringend... Oh Gott, jetzt töten die mich. Nein, ich brauche irgendwo Deckung. Deckung, wo ist die Deckung? Wo ist die Deckung? Ah, den hole ich mir. Auf die Distanz kriege ich den. Da ist gute Deckung. Da direkt mal hinter verstecken vor dem Ghost. Na, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Wo bin ich? Hier bin ich. Wo bin ich? Ach nee, hier bin ich. Komm her, du Schwein, dich krieg ich. Komm her. Uah, zack. Schön aus dem Ghost geschossen. Steigen wir auch direkt mal in den Ghost ein. Jawohl, schön den Ghost nehmen wir jetzt. Damit können wir auch direkt beim Fahren schießen und die Gegner alle ausschalten. So gefällt mir das, Leute. So gefällt mir das. Hui. Ich weiß, ich bin nicht der Beste in Halo, aber es macht unglaublich viel Spaß, das Spiel. Und dann nehmen wir direkt wieder welche mit. Beziehungsweise, ich glaube, ich bin vorbeigeflogen. Hui, das ist direkt der nächste. Den nehmen wir auch nochmal mit. Und den auch noch. Und den auch noch. Jawohl, schön. Und weiter geht's. Wo muss ich denn jetzt hin, Cortana? Oh, oh. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Muss ich hier oben lang? Das sieht nicht so aus. Das sieht aus nach einer gefährlichen Klippe. Mann, die sind hier aber auch alle frech. Das ist unglaublich. Da ist man da oben mal gerade die Landschaft am Erkunden. Und dann kommen die direkt wieder böse an. Oh, der ist am MG. Der soll nicht am MG sein. Jawohl, der ist krepiert. Ihr krepiert alle. Jetzt kommt der Master Chief. Hui. Komm schon. Verrecke, Turm. Verrecke. Wieso stirbt er nicht? Jetzt habe ich ihn. Jawohl, ich habe ihn erwischt. Hab ihn erwischt. Dich kriege ich auch noch. Oh, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, ich wurde oben reingesaugt. Was ist denn hier los? Ein schöner Ghost. Im Sprung. Schön, jawohl. So muss das sein. Aber kaum noch Munition für unser schönes Maschinengewehr. Deswegen nehmen wir uns ja direkt den Karabiner mit. Nachladen und weiter geht's. Und da kommen schon die nächsten. Oh, ich habe eine Granate geworfen. Verrecket. Ihr kleinen Mistsäue. Oh, ja. Weiter geht's. Mein Gott, Halo ist echt ein geiles Spiel, Leute. Wer es noch nie gezockt hat, verraten, Halo Anniversary zu holen und auch mal den ersten Teil anzutesten, weil der erste Teil von Halo fand ich auch sehr gut. Vor allem die Flats. Ich hoffe, die kommen in diesem Teil auch nochmal dran. Das sind so Zombie-ähnliche Arten, beziehungsweise es sind Aliens,
die sich in Körpern einnisten und so ganz kranke Mistviecher. Oh, schmecke meine Granate, du Sau. Jawohl, so gefällt mir das. War schon wieder keine Munition. Ah, nee, da war ja schöne Munitionlage, habe ich gerade eben erspäht. 224 Schuss, so gefällt mir das. Schmecke meine Plasmagranate. Da hat er sich geschickt davon geheult. Verreck. Direkt. Haben wir noch eine Granate? Oh, da ist eine Granate. Boah, das war aber knapp. Das war aber knapp, Leute. Da sind wir nochmal gerade so mit unserem Leben davon gekommen. Spring mal direkt mal hier rüber. Ui, Scharfschütze. Und nochmal darüber. Oh, kack, da bin ich abgerutscht. Auf die Entfernung. Gib ich hier mit meinem Maschinengewehr. Blöder Scharfschütze. Jawohl, den haben wir uns geholt. Den Scharfschützen. Weiter geht's. Oh Mann, kommt schon, Leute. Wie viele wollen denn noch sein? Jawohl, und den holen wir uns auch noch. Jawohl, und den holen wir uns auch noch. Und das war's, glaube ich. Jetzt sind wir, glaube ich, tot. War wieder ein bisschen übermütig gewesen. Oh nein, Wächter. Schmecke meine Wut. Jawohl, boah, da haben wir gerade so noch überlebt und zwei Plasmagranaten abgestaubt. Dann holen wir uns direkt die schönen Echsen hier vorne. Nee, mit euren Schildern, das bringt mir nichts so. Dann schmeck halt meine Faust, Mann, du blöde Sau. Ja, schnell wegrennen, ne? Da gibt's den Endmove. Jawohl, steche ihn ab, Master Chief. Kommt, Jungs, lasst mich zufrieden. Mann, wieso werfe ich bei dem Spiel eigentlich so schlecht die Granaten? Das kann doch nicht sein. Uah, und schmecke meinen Kolben. Ja, was machst du jetzt? Jetzt springt er hier blöd in der Gegend rum und läuft davon. Da holt er sich direkt das nächste Schild. Beziehungsweise hat sein altes, glaube ich, wieder aufgebaut. Stirb, Grunt, stirb. Er lebt ja noch. Gibt's direkt den Schwinger hinterher. Nehmen uns die schöne Waffe hier und dann geht's ab. Jap, 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 jap. Ja, das hast du nicht erwartet, ne? Das hast du nicht erwartet. Ich habe 15 Jahre lang Bodentouren gemacht und sämtliche Turnsportarten habe ich natürlich nicht, liebe Freunde. Zack, nehmen wir uns die Alien-Knarre. Meine kleinen Grunts, ich liebe sie über alles. Schon wieder so eine Echse. Nein! Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Jawohl, die haben uns geholt. Muss jetzt nur aufpassen, von wo die Gegner schießen. Von da oben irgendwo. Mann, ich brauche eine bessere, vernünftige Waffe. Wieso bin ich immer bei Halo hier bei Munitionknappheit? Das kann doch nicht sein. Muss ich hier mit der Alien-Knarre die alle niederstrecken. Jetzt habe ich nur noch eine Menschenpistole. Aber ich finde die geil. Jawohl, den haben wir erwischt. Schatürp. Oh, da kommt der nächste. Nein, mit deinem Laserschwert. Das gibt's doch nicht. Wo hat er sich denn versteckt? Der Bösewicht. Meine Güte. Stirb. 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 Na, ach, da kommt er schon wieder. Mann, ich habe den schon wieder ganz vergessen gehabt. Ach ja. Laserschwert, Laserschwert. Ja, hier gibt es ja direkt ein Waffenlager. Gut, dass ich da jetzt drauf komme. So, dann geht es hier irgendwo. Da kommt noch ein Gegner. Und jetzt müssten wir direkt darauf achten, wo der Gegner hier oben ist. Der Böse-Wert-Heini. Da hinten ist einer. Hab ich schon mal gesehen, der ist hier hinter versteckt. Links hinter der Wand hat er sich versteckt. Direkt mal eine Granate hinwerfen. Ah, da kommt der Schlingel auch wieder raus. Hör mal zu, du Bösewicht. Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, Leute. Dass ich hier an der Stelle so verrecke. Munition wieder raus. So, blöden Plasmagranaten. Das ist unglaublich. Wieso kriege ich von denen denn so aufs Maul? Ja, Halo ist nicht ganz mein Ding. Ist zwar eins meiner Lieblingsspiele, aber ist nicht so mein Spiel. Da bin ich nicht der Beste drin. Da bin ich eher so der Call of Duty Pro. Verrecke. Jawohl. So. Jetzt aber. Mit viel Konzentration gehen wir jetzt ans Werke. Da kommt ja schon wieder der blöde Heini. Oh ja, wie schnell bist du denn? So, das war's aber jetzt mit dir. Jetzt nehmen wir mal das Laserschwert.
Und dann geht's jetzt mal hier richtig zur Sache. Komm her, mein Freund. Bam! Und nochmal bam, direkt nachsetzen. Und den nächsten auch noch. Shazam! Jawohl, so muss das sein. So, jetzt hab ich mal ein Laserschwert. Ihr blöden Rabauken. Jetzt lass mich hier durch. Hier muss ich hin. Ziel. Nehmen wir mit. Aktive Tarnung. Machen wir direkt mal. Geil, da sind wir unsichtbar, wenn wir stehen. Hui! Und wenn wir langsam gehen? Ebenfalls. Gefällt mir. Machen wir direkt mal wieder aus, um die Energie zu sparen. Ah, das Phantomsignal wieder. Ja, Leute, das war der erste Part. Beim nächsten Part geht's genau hier weiter. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.